bin ich auch bei Level 4 mit Säure, aber noch Level 2 bei Brand. Na toll. Und Schock bin ich auch noch Level 2. Ich sehe den nächsten, da hinten, der ist rot. Red Jack. Ich weiß, warum er so heißt. Mhm, echt? Komisch. Soll ich erstmal hingehen? Okay, gut. Okay. Nächstes Level. Warum Felix immer hinterherhängt, weiß ich aber nie. Oh, ups, das war nie meins. Soldat. No, wieder Brandartefakt-Soldat hier. Endverkauf. Kannst eh nicht nutzen. Ich kein Arzt mehr. Das dritte ist dann irgendwann sinnvoll. You don't say. Wir haben Besuch. Was? Wir haben Besuch? Mhm. Ja, es kommt her. Wie ist denn die Luft so fett zu? Geil, oder? Ach, auf die schießt du noch, Kobi. Wie sie in Luft liegen bleiben, finde ich viel cooler. Das ist jetzt aber ein Bug bei dir. Der hier, da liegt ja noch so Luft bei mir. Eben, genau da oben. Der liegt nämlich auf der Textur, die nie sichtbar ist. Also auf dem Polygon, auf dem Hitbox wahrscheinlich von dem Ding da. Bei mir ist da gut nichts. Erklärt, Danny. Bei mir ist da auch was. Ich sehe auch. Der Host hat einen Bug. Der Host buggt rum. Es liegt aber an dir, Marco. Du buggst rum. Du bist schuld. Genau, du bist schuld. Punkt aus, Ende. Den krall ich mir. Gib dir gleich Schuld. Gibst du mir Schuld? Wie gibst denn du mir Schuld? Noch nie. So, nächste. Bigfoot! Jetzt haben wir alle. Nächstes Level. Na, jetzt erst. Explosivartefakt für Jäger. Ups. Einfach mal alles einsammeln, ne? Ich hab ein Explosiv-Artefakt für mich gefunden. Scheiße. Das ist gerade nochmal aktiviert, Welt! Warum wurde ich so schnell aufgeladen? Das weiß ich. Hier ist ein blaues. Hier ist eine blaue Schrotflinte. Blaue Schrotflinte. Handstürme, Glasmod. Sniper-Rifle und eine Crimson Cobra, was auch immer das ist. Crimson Cobra ist eine Schrotflinte. Ne, ist wieder so ein. Siehst du da am Symbol von dem Vieh? Das ist ein Bates Combat Rifle, das ist kein Sniper dabei. Ach so, bloß. Durch das Ding war das übelst verzerrt gewesen. Da siehst du nur, was für ein Typ das ist, was für wie der Claptrap daneben aussieht. Marco, ich guck immer auf den. Kannst du das andere jetzt hier in Generally Hospital nochmal aktivieren? Ach so. Ach so. Nee, das war falsch. Das da. Ja, genau. Fanatiker gefunden. Ich will mal den Fanatiker suchen. Fanatiker töten war schon immer toll. Binden, nicht gleich töten. Nicht? Ach, der ist glaube ich schon tot. Das ist so schade. Was seid ihr? Ach ja. Alter, den Strand entlang. Die Luft ist so kühl wie die Zitze eines Keckweibchens am Wintermorgen. Was? Sie nicht meine Entschlossenheit. Ja. Ich fand Kraft im Gebet und in dem bisschen Whisky, der mir geblieben ist. Das Monster aus dem Krankenhaus. Es war härter als der Rest des Gesindels. Es hat mir in den Hals geschnitten. Junge, Junge, fühlt sich langsam komisch an. Offenbar stehe ich die Nacht. Wenigstens leistet mir der Vollmond Gesellschaft. Das war nämlich der erste, den wir getötet haben von bei der anderen Quest. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wer weiß, worauf du in der Kammer stößt. Du, 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 du. Geil, das Brandartefakt bringt einfach mal auch mal 50.000. No? Will das doch wieder haben.
Das ist zu spät, ist schon verkauft. Wer braucht schon Dr. Z, wenn es Dr. Nett gibt? Kommt Dr. Nett und nicht aufs Sterbebett. Tu mir einen Gefallen. Kauf dir Erste-Hilfe-Zeug, dann muss ich dich nicht zusammenflicken. Ich hab grad ein Déjà-vu, wenn wir hier so stehen. Du auch, Marco? Nee. Nee? Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass wir hier schon mal gestanden hätten und auf Felix gewartet hätten. Nee. Niemals, das gab's noch nie. Nee. Absolute Felix, so schnell ändern sich die Sachen dort drin, nee, und die sind immer auf ungefähr auf dem gleichen Level. Also schreibt doch eine SMS. Das ist bloß, damit ihr nicht wartet und nie wieder wegrennt. Achso, deswegen macht der. Und dann muss ich in einem Handy anschließen, was halt bloß noch 15%. Süß. Aber da werde ich dann ins Spiel gehen, dass ihr dann weitermachen könnt. Was mache ich? Nächstes? Wollen wir erstmal weiter questen oder abgeben? Wir können versuchen hier Jacobs Cove, hier die Eier-Sache noch zu machen. Die müsste es jetzt wieder geben. Ansonsten würde ich erstmal abgeben, weil wir eh nach Jacobs Cove rein müssen. Wie langsam schreibst du SMS, sag mal? Das habe ich 5 geschrieben. Ich fordere dich heraus, du Pfeife! Was, ein Angriff von Mordekais Gladwin kann eine ganze Horde von Angreifern niederschmettern? Ja, wenn du skillst, dass der mehrere angreift, mehrere Ziele angreift, dann macht er ordentlich Damage, ja. Bei also einem Zombie stirbt bei einem Angriff. Ja, die Flugviecher, lass mal die müssen die übers Land. Viecher auch übers Land kommen lassen. Ja, jetzt, guck mal die da. Oh. Runterholen. Ja, fast Felix. Boah, ja, fast Land. Kommt noch mehr. Dann lass das nur so sagen. Es regnet mit Eier. Regnet es noch mehr. Mensch, sammeln hier heftig. Benny schießt ab, wir sammeln ein. Ja, sind fertig. Kannst du die gerade einsammeln? Ich konnte das gerade nie. Musst du vielleicht dich näher drüber stellen. Ich stand. Noch näher. Dann hat es wieder rumgebackt. Leichenfresser, noch mehr. Eier 25. Wir brauchen keine Eier mehr, haben wir schon genug. Brauchst jetzt nicht mehr einsammeln. Ups, wuch. Mal Zeit, denjenigen, der gerade aufgestoßen hat. Niemals. Da ist ein Zombie neben dir. Ja, ich schon gemerkt. Aber es ist zu spät. Beim Vorbeirennen. Ich spucke an in den Rücken. So wie du es magst. Cool, Sniper. Ziel getroffen. Noch was. Ein Herr, ich bin wieder falsch abgeguckt. Ich wollte nicht, ja, dass die Stadt ist da an. Immer noch. In andere Richtung. So langsam müsstest du es auch mal drauf haben, in welche Richtung es geht. Nee. Ach, beim 5000. Mal. Beim 5000. Mal? So oft wollte ich aber eigentlich nicht hier lang latschen. Ja. Dann werde ich es wohl nicht können. Das ist aber schade. So, mal sehen, was wir jetzt alles so kriegen. Erfahrung und Geld. Eine Klassenmod habe ich bekommen. Weg hier. Und Erfahrung und Geld. Und eine neue Quest. Ihr habt also eigentlich eine Class-Mod wahrscheinlich für euch. Weg hier. Schwerer Schütze Class-Mod. Nein, danke. Meine, ich glaube, ich tue meine auch nie auswechseln. Auch wenn die 20.000 mehr wert ist, aber meine ist lila und hat ein paar mehr Eigenschaften. Ich gehe ständig auf das Cape statt einfach mal auf Tab. Sprengweise Class-Mod. Hier gibt es nur eine SMG mit 108 Schaden und 9,7 Feuerrate und 72 Zielgenauigkeit. Da eben 112.000 für das scheiß Ding bekommen. Und einen Revolver gibt's auch.
Ich würde den Kürbiskopf dann gerne in Hallow's End töten. Ja. Und geben die Rückendeckung. Wir bleiben hier und ja. Reichen. Eben wenn. Ich hoffe, das war alleine. Halte ich für ein Gerücht. Ah, das brennt im Auge. Was hast du gemacht? Guck mal. Er guckt auch in den Laser, so wie du. Nur hat er eine ungefähr 2 Stunden länger gebraucht, um raus zu, sich zu überlegen, oh, man kann in den Laser gucken. Wie bist du so gekommen, Marco? Ring? Haben wir hochgeglitscht. Hochglitscht. Komm da nie hoch. Ich mach schon mal weiter, ne? Naja, mach ruhig. Wir klitschen hier noch ein bisschen rum. Ne, irgendjemand ist hinter mir. Ich vermute mal Bubi. Auch wenn er mit Schrotflinten schießt. Um sich zu verstecken und also ich denke, es ist Felix, der auf mich schießt. Ja, das war doch eher Gubi. Ah ja, stehen bleiben, ey. Ja. Sehr gut erkannt. Ich soll immer noch Proximity-Granaten werfen. Hm, was? Ich soll Proximity-Granaten werfen. Proximity! Und hast du schon Proximity-Granaten? Keine Ahnung. Ich glaube, es heißt eigentlich Proximity, aber... Machen wir schon mal, oder? Perfekt, wie es nix trifft. Ja, hier waren wir schon mal. Hier ging's zu Dr. Ned. Die Gummierten sind ja auch mal total lustig. Die springen übelst durch die Gegend, wenn die von da dort oben wirft, ne? Oh, getroffen. Wenn sie direkt trifft, explodieren sie, ja. Dann machen ordentlich Schaden dann. Übrigens, Morgan, das Problem ist, weil du vorhin gesagt hast, die Pistole ist scheiße, das Problem ist, dass du kein Level mit denen hast. Ja. Wie gesagt, der Borderlands 2 dann deutlich besser, da kannst du später wieder wechseln. Wir dürfen dann nur vorbei und dann brennt es doch. Wenn ich weiter weggelaufen bin. Blaues SMG, blau. 101 Schaden. Blau, blau, blau sind alle meine Teile. Halt doch langsam. Blau, 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 Blüte, Enzian. Nee, bei mir war eher blau, blau, blau ist alles, was ich habe. Und bitte nehmen TS pfeifen, das hört sich schrecklich an. Wo du das Lied angefangen hast, fiel mir sofort ein. Blau, 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 Blüte, Enzian. Ich bin halt bei blau, blau, blau sind alle meine Kleider. Schwerer Treffer! XP. So, da. Ja, das ist das toll, wenn man automatisches Zielen anhat. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Erwischt! Schön, dass durch alle durchschauen auf mich geht. Ich liebe, ey. Sowas habe ich bei World of Tanks auch immer. Da fährt ein Scout durch 10 Leute von den 15 durch und geht auf mich, wo ich als Arti hinten stehe. Danke. Ja, und Kenner deckt sich, ne? No, Kenner dreht sich um und will mich mal irgendwie verteidigen. Warum auch? Gut drücken, Benny? Hab ich trotzdem gemacht, das ist denen egal. Ich schieße schön nach vorne weiter. Dann musst du dir ganz zu Anfang gleich jemanden suchen, am besten so ein mittleres Tier, der dich halt unterstützt. Da kam gerade was angeflogen und hier liegt ein SMG. Ein SMG, wieder so langsam. Ja und? Aber und ein Raketenwerfer liegt hier auch. Marco, wo läufst denn du hin? Geht's da weiter? Ein bisschen mehr in Richtung Ziel. Will jemand, aber immer noch falsch. Will jemand ein 501er Raketenwerfer mit 4-mal Säure schaden? Weil Säure so viel bringt gegen die Zombies. Stimmt, da war ja was. Vielleicht bei dem anderen DLC dann? Boah. Ah, beim hier, Captain Nox DLC, ja, da bringt's was. Warum? Na, weil da auch Roboter kommen. Da bringt der Feuer wieder sozusagen. No, genau.
Er macht das schon. Jo. Fertig! Ist doch ein. Prioritäten gesetzt. Schießen, einsammeln. Geil, das war knapp. Das war meiner, knapp. Meiner. Aber der war gut geschossen. Also trotzdem meiner getroffen. Ja, ich bin nebenbei gelaufen. Bist du nebenbei im Schießen gelaufen? Ich brauche nie zielen. Ja. Mein Action-Skill zielt von alleine. Cheater. Cheater, Leon. Wir haben euch schon vergessen. Wie war das bei Kampfratte? Cheater, Wallhacker, Wallhack. No clip. The fuck? Achtung, da kommt was. Boom. Dürfen wir wieder. Ne, wir dürfen nicht in die falsche Richtung. Cheater an die Wand. Wir haben euch längst erkannt. Oh, Pumpkin. Ja, da ist der. Haben wir jetzt Kürbis-Pumpkins? Wir sollen den Kürbis. Den irgendwie Halloween-Kürbis. Das ist ja so ein bisschen Halloween-Thema hier. Oh, da. Toll. Da kommt doch bestimmt was Großes, Fettes jetzt aus der Hütte. Wie ist das mit einem großen, fetten Kürbis? Da. Kürbiskopf. Ah, der Bär ist ja schon. Aber nur solange die Gegner auf dem Boden bleiben. Auf dem Boden? Der steht. Naja, solange die halt sich nie fliegen oder sowas. Ansonsten. Vor allen Dingen bei großen Gegnern. Genau, aber wir trotzdem noch treffen, auch wenn der davor steht. Ich glaube, er hat nichts fallen lassen, so richtig, ne? Nee. Bloß ein Schild mit 604 Schaden. Schild. Schaden? Ein Schild mit Schaden. Das gibt es ja bei Borderlands 2. Es gibt Schilder mit Schaden, nur so nebenbei, ne? Also. Bei Borderlands 2 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob bei Borderlands 1 schon. Ja, die verursachen Kreisschaden. Ach so, wenn sie aufgebraucht sind, ja. Aber ja. Ansonsten nie. Bei Borderlands 2 ist dann, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt für jeden Angriff, dass da ein gewisser Schaden zurückgegeben wird. Was hier oben drin? Alles wieder zurücklaufen? Hier ist ein Dorf, na, fordert mal. Ja, vielleicht gibt's hier Schnellreise. Ich glaube, in DLC gibt's sogar einen Schnellreisepunkt, das ist der zum Einstieg. Oh, was, ey. Also, ich glaube, dass es hier einen Schnellreisepunkt gibt. Könnt gerne mal gucken. Vielleicht gibt's hier Midi zum Beispiel. Scheiße, sieh dir das an. Nahkampfschaden resistent. Versuchen dir die Zombies das Gesicht runterzureißen? Kauf dir ein Schild. Also und dann kauf dir eine Medi-Ampulle. Wenn dein Schild unten ist, wirst du sie brauchen. Also ich brauch keinen Nahkampfresistent. Bumm. Oh, das hat weh getan. Mit Gehirn. Rümpfe mit Gehirn. Geht's denn hier noch hin? Ja, wieder zurück erstmal auf jeden Fall. Oder? Hier oben? Stimmt, da sollen wir hin. Wartet mal. Aber hier sind wir gar nicht hergekommen. Wir sind von der anderen Seite gekommen, oder? Na doch, wir sind den Weg unten lang gelaufen. Achso. Hier läuft noch eine Sniper rum und eine SMG. Wie gesagt, alles was weiß ist, ignorieren wir. Aus gutem Grund. Es war grün. Nee, das Sniper war weiß. Das Hirn war grün. Und das SMG? Aber.
Erworfen. Abgehörte Waffen. Ich brauche nicht unbedingt was. Sagt nicht immer, es stimmt? Nee, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ich hab gesehen, ob das Sniper war, es war. Die anderen gucke ich nicht. Aber da lagen zwei Waffen, die halt direkt aufeinander. Das ist ein Guppi. Mann. Ich gucke mir, wie gesagt, nur was an, was mich interessiert und nie weiß es. Und das bei Grün überlege ich mir schon. Reißt ihr gleich eh, oder? Ja. So, da brauche ich jetzt nie etwas auf den Rennen. Nila kommt blaue SG wiederum, violettes beziehungsweise violettes. Das ist blau. Violett sieht anders aus. Nee, das war blau. Boah, mein Rücken knackt jedes Mal. Wie gesagt, du brauchst einen besseren Stuhl. Ich hab schon einen ergonomischen. Dann musst du dich besser hinsetzen. Raum. Billy Snickers for the win! Ich würde dann ganz gerne meine Hose machen. Hm? Kommen wir eigentlich in die Stadt hier wieder? Jakobs Cove. Hier entlang. Jakobskurve. Hier entlang. Kurve, erinnert. Jakobskurve. Außerdem ist es Jacobs von der Waffenfirma Jacobs. Jakobs. Jakobskrönung. Genau, von der Waffenfirma Jakobs. Ich bin hier lang gekommen. Ich habe sogar noch ein Dingens aktiviert. Hab einen Sniper bekommen, ein weißes. Ehrlich? Ein weißes Sniper mit 11.000 Wert. 9.000. Oh, Charles. Etwas scheut keine Kosten abwehren zu Sterne, die jeder in sich. Grimmsen Sniper. So, ich würde sagen, damit wäre die Session erstmal hier beendet. Wir sind ja schon wieder 2 Stunden, glaube ich, am Zocken. Echt? Schon? Ja. Krank. Felix, kannst du noch dich verabschieden? Achso, du bist hier. Ja. Für sie. Passt schon. Tschüss. So.